herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. So, gab in der letzten Folge ein bisschen Differenzen zwischen dem neuen Händler und dem alten Händler. Wer das verpasst hat, schaut gerne nochmal rein. Unser Plan für heute ist, Anhänger zum LU Düngestreuer holen, düngen und eventuell sogar anfangen zu tiefenlockern. Wobei ich überlege, ob wir da uns noch ein bisschen Hilfe holen. Wiese. Hallo, Volker Wauner hier. Hallo, Volker. Ich hätte eine Frage, ob Sie gerade ein bisschen Arbeit brauchen. Ja, ich hatte nur gerade ein Großaufgebot beim Händler, Polizei und Feuerwehr da, weil der Steier, den der Herr Müller umgeworfen hatte, der war jetzt total schaden vom Motor her, die Ölwanne ist nämlich geplatzt. Okay, Traktor wäre kein Problem, hätte ich noch einen. Ja, ich war ja auch, Razik, der Jürgen war auch schon da, hat den abgeschleppt und direkt repariert, komplett neue Ölwanne, neue Kotflügel, fertig. Okay, das heißt, der wäre wieder einsatzbereit. Ja, ich bring gerade nur den Müller weg zu seinem Hof. Okay. Haben Sie einen Pflug? Müsste ich mal eben gucken bei mir in der Fahrzeugliste. Oder einen Tiefenlockerer. Also wenn nicht, hätte ich einen. Nee, habe ich zufällig nicht. Ich habe nur den Anhänger, eine Einzelsaatkorntechnik und halt einen Düngerstreuer. Mehr habe ich nicht. Okay, wenn Sie dann zu mir an den Hof fahren würden, das ist ganz unten bei Grünhausen. Ja. Da stehen im Unterstand zwei Tiefenlocker drin. Okay. Und dann damit das Feld 81 Tiefenlockern. Kein Problem. Ich komme dann nachher dazu mit dem zweiten Tiefenlocker und dann sind wir hoffentlich schneller fertig. Ja, okay. Gut, dankeschön. Dankeschön. Tschö. Tschö. Ganze Zeit hier drauf zu treten. Ei. So. Oh, dann kriegt der noch 1000 oder 2. Passt ja dann. Dann ist der auch zufrieden und ich habe ich gebe dem 5,5. Warte mal, ich frag mal den Neumann gleich, was er dafür nehmen würde. Dann zahle ich dem ein bisschen weniger. Dann spare ich was. So kann ich das genau machen. Jetzt ist da kein Platz mehr, ey. Yo! Ja, moin! Hi! Wo soll denn das Ding jetzt hin? Ach, lass da stehen. Lass da stehen, höre ich gern. Was kriegst du denn für den Dünger? Und den Dinger, 500 weiß ich, aber für den Dünger? Insgesamt habe ich beides zusammengerechnet, wegen Steuern auch noch, pipapo. 5200 wären das denn. 5,2. Gut, dann hätte ich noch eine Frage. Warte, Leon? Wie viel waren das nochmal wegen Ernte? Wegen Ernte waren es 10.500.
Das ist nicht der Originalpreis eigentlich, der ist schon runtergegangen. Hä? Ja, weil wir dann das Pachtfeld von dir Ja, ich habe ja die Hälfte selber geerntet. Ja, das ist die Hälfte vom Preis. Du hättest mir eigentlich 20.000 abgeknüpft. Nein. Ja, das sagst du aber gerade, das ist die Hälfte. Ach, ich ruf nochmal an. Passt schon. Jo, ich brauche aber noch was anderes. Ja, was denn? Und zwar, was wird ein Feld 81 Pflügen kosten? 81 Pflügen? Jo. Oh. Muss ich mal kurz gucken. Na, guck mal. Marlon. Wolltest du eigentlich kurz gucken oder lang? Schon ein bisschen länger. Ich schnapp mir mal den Drescher und fahr mal beim Lukas ernten. Der hat uns gerade einen Auftrag noch gegeben. Also ich mach mich mal auf den Weg, ne? Mhm. Alter, bis der fertig ist, ist mein Tank leer. Dann machen wir mal auch tun so was für die Umwelt. Ich ruf zurück. Ich ruf gleich hin. Ja, Nikolas. Redet der mit mir? Ja. Hast du kurz Zeit, mal Begleitfahrzeug zu machen? Neumann, redest du mit mir? Aber sicher. Ja, ich ruf. Nimm gerade am besten den LKW mit. Obwohl. Oder direkt reinmachen. Ne? Was nur? Ja, ich hab's jetzt. Ja. Strukturier dich mal besser. Nee. Wär zu einfach, ne? Nee, wäre zu viel Arbeit. Wir hatten da eigentlich immer so eine freche Klappe hier. Wer ist denn das? Mein Zweitchef. Der Cortes oder was? Der Cortes ist ein Angestellter. Der Müller? Ja, genau. Alter Falter. Der hätte bei mir schon längst die Kündigung. Nee. Doch, bei mir schon. Jetzt bald. Ja, Moment. Bin halt nicht der Schnellste. Alter, ich hab was zu arbeiten. Ich hab nicht so viel Zeit. Mach du schon. Schade. Wären insgesamt 6.500. Ja, nee. Zu teuer. Danke. Jo. Tschüss. Tschüss. Alter, 6.500. Also, das mit den 10.000 finde ich ja schon heftig. Mann, erschrecken den Typen. Ja, halt, mein Düngestreuer. Hätte ich doch glatt vergessen. So, gut, gut, gut. Also, ja, kann ich dem locker 4.000 oder so
überweisen. Vielleicht überweise ich ihm sogar so viel, dass er die Steuer gerade von auch noch zahlen kann. Dann spart er sich den Betrag auch. Mit der 4.500 oder so. Aber dass sie 10.000 fürs Feld ernten wollen, das finde ich fast schon ein bisschen dreist. Ich bin gerade am überlegen, ob ich dem anderen mal auch sage, er soll vielleicht noch ein bisschen Lohntätigkeit anbieten oder so. Habe ich jetzt vergessen, hier noch Stroh abzuholen? Naja. Egal. So viel war es sowieso nicht mehr. Bin mal gespannt, wann der Fuzzi hier auftaucht, der Diesel. Mit einem tiefen Locker. Noch sehe ich ihn nirgends. Ja, aber schön, wenn der hier bald mal auftauchen würde. Wobei der Preis eigentlich relativ okay wäre vom LO, muss ich ganz ehrlich sagen. So viel ist es dann eigentlich nicht. Ich muss mal nur fragen, wie viel Steuern das sind. Wie viel Geld ich gerade noch übrig habe, das weiß ich nämlich nicht. Hallo? Hi. Ist gut? Ja, bin am Düngen. Also, dein Häcksler ist schon unten, also der Harvester. Jo, supi. Bräuchte demnächst auch nochmal ein Angebot für eine Pacht von einem Wald? Ja. Günstig, muss es sein. Jo, sind ja neue Pachtverträge.
Ah, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Sind ja was günstiger jetzt. Ja, stimmt. Dann kannst du mir mal die. Und wie lange halten Pachtverträge für Wälder? Auch eine Woche. Wälder sind aber zwei Ernten. Ja, und daher ist die Artikulation auch eine Woche nicht korrekt. Ja, was soll man da nehmen? Da wurde ja nichts gesagt. Ja, das legst du ja fest. Soll ich das festlegen? Jo, am besten möglichst lange für mich, weil ich bin ja der Einzige. Bald komplett abholzen, wa? Das wäre doch praktisch, ne? Nee, muss ja nicht übertreiben. Hälfte des Waldes wird's auch reichen. Hälfte, ja. Keine Ahnung. 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, keine Ahnung. Versuch, dann machen wir 2,5 Wochen und dann passt es. Ja, dann mach 3. Du wirst 2. Oder ja. Gut. 2,5 ist immer komisch. Machen wir 3. Ja, du es bist. Ja, das ist doch, das freut mich doch. Hast du sogar mitverdient? Warum? Na, ich dachte, der Händler gibt den Auftrag gar nicht weiter, sondern er macht es tatsächlich selber. Dann hätte ich irgendwann der Spedition eingegriffen. So, ja. Weil ich meine, wir haben die Spedition ja nicht umsonst gegründet. Die ist ja extra für sowas gegründet worden. Und wenn wir nur für Abschleppaufträge machen, dann brauche ich die Spedition nicht halten. Da lohnt sie sich nicht. Das habe ich auch so gemacht. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Deswegen. Ich warte hier übrigens noch auf den anderen Fuzzi da. Wie heißt der? Der Diesel. So. Der sollte zu mir ans Feld kommen, im Tieflocker. Ja. Was ist denn da? Hm? Was ist denn da mit vor? Treffen lockern. Wie viel Meter? Einen kleinen. 4, 3, 3 Meter. Ja, ich habe ja 2. Ach, 2? Jo. Ah, warte mal, da fällt mir gerade was hin. Hä? Hätte ich so diese Woche nicht so viel zu tun und die nächsten paar Wochen, dann hätte ich gesagt, komm ich runter. Ach so. Hast du einen? Ja, ja, ich hab den ganz großen. Welchen ganz großen? Ist das 12 Meter oder was hat der? Das träumst du nichts. 8 Meter hat er. Machst du mich ja gerade, wie viel PS braucht der? Ich kann mal gucken, ob mein Xerion 24 hat. Ja, ich guck mal, wenn das passt, dann würde ich vorbeikommen und mir den ausleihen, wenn es dir recht ist. Ich brauch den nicht. Also gerade. Ja. Ich guck gleich mal in Dingenschein rein. Fahrzeugschein, Moment. Jo. Na, ist hier keiner? Am Händler, ey. 435 habe ich. Ja. So, Achso, du telefonierst ihn. Ja, wir sind im Funk hier, du Noob. Alter. Aktiviert Müller? Funk und weiß es nicht. Können Sie mit dem Traktor hier drauf fahren? Wenn es dir nicht ausmachst, weil ich wieder ernten muss, da hinten steht ein Fan, steig ein. Also, danke, tschüss. Achso, übrigens, die Wartung mit dem hat sich erledigt, weil ich den wahrscheinlich verkaufe und da habe ich was ganz Gutes ausgehandelt. Aber Drescher bringt dir vorbei. Jo, tschüss. Jo, haben Sie einen schönen Tag. Fucker? Jo. Soll ich dir mal was sagen? Ich sag. Wollt ja eine Rechnung von dem haben, ne?
Hm. Ich habe immer noch keine bekommen. Und das ist jetzt eine Woche her. Ist auch noch nicht bezahlt, oder was? Doch. Also bezahlt habe ich ihn ja. Nur ich wollte das ja nachgucken wegen den Steuern da. Ja, dann über die Rechnung. Würde ich ihm aber mal Druck machen. Oh. Nachher haut er dich übers Ohr und dann ist die Frist vorbei, dann kannst du keinen Widerspruch mehr machen. Jo, rein theoretisch, ich hab mir das mal durch den Kopf gehen lassen mit den 35%. Warte mal kurz, muss mal kurz telefonieren. So, jo. Diesel. Jo, Volker hier. Bist du auf Weg? Ich war gerade bei dir am Feld vorbei. Ich hatte gerade noch ein paar Anrufe, hatte noch was zu klären wegen einem weiteren Schlepper. Okay, wie viel PS hast du denn? Der Steyr. Beziehungsweise ist relativ egal. Kannst du zum Bauhof fahren? Da gibt's, da steht ein Ding rum, einen Tiefenlok. Wobei, ich bin auch fertig. Nee, warte mal, bleib mal bei mir am Feld kurz stehen, wenn du da bist. Ja. Dann kannst du was mit runternehmen. Gut, aber an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe schon wieder ein bisschen überzogen. Und bis zur nächsten Folge morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.